Willkommen zurück zum Spiel mit den fliegenden Autos. Irgendwie ist das hier gerade alles laut. Ah, schon besser. Anagorn natürlich, ne? Und ich hoffe mal, dass alles funktioniert, weil ich habe gehört, nach dem großen Windows-Update, was eigentlich schon das eigentlich schon letzten Monat kommen sollte, bei mir kam es jetzt die Tage erst, soll das Spiel in Zusammenhang mit Aufnahme nicht mehr so geil laufen. Ich lasse mich überraschen. Naja, Nachspielzeit. Die Fakten mal wieder. Es hört erst an diese Brennen am Stadion. Aber Vorsicht, das Spiel ist gerade zu Ende und der Verkehr wird mörderisch sein. Ach so, doch Spiel. Oh. Ja. Ich hoffe, die Aufnahme läuft jetzt weiter. Der hat ganz komische Sachen gerade gemacht. Ganz komische Sachen. Beauty. Let's go, wollen wir dir mal zeigen, wie der Hase läuft. Oder der Karnickel oder der Stier. Die Antilope. Das Pikachu. Was? Wir sind tatsächlich ja bald durch mit dem Spiel. Und dann habe ich nur noch zwei. Also zwei Spiele, die in meine selbst erfundene Kategorie, die nirgendwo mehr erwähnt wird, fallen. Warte. Ja. Oh, guck. Oh, ja. Das nennt man Skill. Ne, zwei Need for Speed-Teile habe ich noch. Also zwei alte, wo ich noch richtig Bock drauf habe. Und dann hört es auch auf. War aber eine lange Zeit. Boah, was fahre ich hier jetzt zurecht gerade? Ich habe das Auto gewechselt, ne? Das ist wieder Jumpy Jump. Sorry, Jumper. Oh, das war knapp. Aber es gibt da noch so ein, zwei andere Spiele, die ich super gerne mal spielen würde. Das ist gar kein Problem, weil das kann ich einfach machen, aber auch aufnehmen würde tatsächlich. Aber wenn ich die beiden auch noch anfange, dann habe ich wieder viel zu viel. Das ist mein Problem. Deswegen weiß ich ja nicht genau, wie ich das mache. Ich fahr mal rechts hier, schön ordnungsgemäß im Verkehr, also mit dem fließenden Verkehr, also auf der rechten Seite, wollte ich eigentlich sagen. Ach ja, das ist ja ein Sprintrennen. Ich frage mich die ganze Zeit, wann kommt die nächste Runde? Dabei ist schon Feierabend und wir haben gewonnen. Hey, da war ja gar nicht mal so schwer und ich habe wieder nicht auf die Uhr geguckt. Es ist 19.39 Uhr. Ich muss gleich zur Arbeit. Scheiße. Weiter. Wow. Heckstoßstangen! Wenn das noch mit der Aufnahme funktioniert. Ich habe da gerade so meine Zweifel. Also wenn die Folge asynchron ist, entschuldige ich mich jetzt schon mal. Da kann ich nichts mehr dran ändern. Oh, hätte ich das mal besser zu Ende gespielt vor dem Update. Aber du weißt ja nie, wann Windows-Updates kommen. Die kommen ja einfach. Weißt du, du machst runterfahren, dann... Update wird installiert. Ja, ehrlich gesagt, gut, wenn du herunterfährst, hast du die Option, herunterfahren, aktualisieren oder nicht. Aber ne, man macht ja automatisch immer. Dann war das so ein halbes Stunden-Update. Eddie ist aufgebucht, Nummer 2. Das heißt, der Sieger des nächsten Rennens landet auf dem Cover von Hot Force. Hot Force? Oder Hot Force? Also Kraft oder 4? Das ist die Frage. Mann ist sauer. Achso, Mann ist sauer, dass du dir die ganze Kohle einheimst. Sie werden dich zu einem Turnier herausfordern. Junge, ich hab... Wie viel habe ich eigentlich? Monetentechnisch, ich glaube 100.000 müsste ich doch schon langsam mal haben. Okay, der Start war schon mal kacke.
Ich fahr mal geradeaus. Oh shit. Warte. Naja, das war wieder mal. Ich blick da immer noch nicht durch, dieses Gewirr da. Hey! Sag mal. Wenn du überholst, bitte auf Blinker setzen und so weiter, ja? Sag mal, ist jetzt hier langsam mal gut? Der ist voll gegen den Betonpfeiler geknallt. Voll Idiot. Ist das nicht dieselbe Strecke wie gerade? Nur ohne Fuck. Nein! Nur ohne Verkehr, wollte ich sagen. Na, kam er. Und ich konnte nicht mehr ausweichen. Oh nein. Ey. Was soll das? Auch jetzt, tu doch nicht hier so den Weg blockieren, wenn ich hier lang muss. Mensch, noch mal. Ich kann schon gemein sein, ne? Nein, ich fahr diesmal hier lang. Ich bleib hier auf der rechten Seite. Kam mir zu viel Auto. Auto! Oh, entgegen! So, Nitro habe ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Dead Drops ist gelutscht. Das war ein Turnier, ne? Ja, okay. Gut. Sensationell. Das macht 10 Punkte. Ne, 8 Punkte oder 6 Punkte. Ich habe keine Ahnung. 8 waren es, genau. Nächstes Rennen. Und ich habe vergessen, mir die Heckstoßstangen anzugucken. Fällt mir gerade so ein. Die wieder größtenteils aus Carbon bestehen, bestimmt. Nichts gegen Carbon. Aber zu viel Carbon ist auch nicht schön. Ja. Oh shit. Ich hab... Ja, komm, dreh dich nochmal. Ja, ich drück schon, ja. Ich muss ja nicht gewinnen. Wobei Dritter werden will ich jetzt auch nicht unbedingt. Na, dann ändern wir schon ganz schnell hier. Den schieben wir erstmal raus. So wie sich das gehört. Scheiße. Oh, ja, das passt. Yo. Aber ich bin noch Zweiter. Hey. Der erste ist gar nicht so weit weg. Das ist gut. Wir fliegen Viecher durch die Gegend. Das ist nervig. Nein! Was mache ich denn da? Moment, das funktioniert. Jawohl! Nein! Okay, der ist auch irgendwie gefahren. Hey. Und der da vorne auch. Das heißt Führung. Was ein Move. Da war der Mann! Ey! Da war ein... Ihr habt die Wand doch auch gesehen. Da war eine Wand, die eigentlich gar nicht da war. Und die hat mich voll irritiert. Na ja, egal. Ich bin noch vorne. Ey, das Spiel will mich hart verarschen.
Aber nicht mit mir. Abseln, Ratten in die Kanalisation und gewonnen. Ganz einfache Sache. 16 Points. Nächstes Rennen. So schwer sind die jetzt nicht. Okay. Nummer 3. Oh ne, das ist die Strecke. Wow. Man sollte beim Fahren auch nach vorne gucken. Nicht in der Weltgeschichte rumher tängeln, dengeln, schmängeln. Oh nein, ich muss ja. Ich habe ja wieder Jumpy-Auto. Sag mal! Kollege, was ist hier rechts überholt? Das ist schon mal... Alter, wie kommt der um die Kurve rum? Ich brauche Nitro, Könnt ihr nicht mal links die, die Fake-Abkürzung nehmen? Alter, das ist doch, das ist... Ich bin immer... Das gibt's nicht, ne? Was für ein Arsch! Weiße blinkt noch nicht mal. Blinkt ab. Nimm mir die richtigen, nicht blinken. Ich habe auch kein Nitro mehr. Ich will alles ausgegeben. Da vorne ist er ja schon. Da hat er einen Unfall gebaut. Da bin ich Erster. Und das kurz vorm Ziel. So, die Abkürzung nehmen wir auch noch mit. Die eigentlich keine ist, weil die Strecke länger ist. Aber das ist egal. Und Win Nummer 3. Und das mit so viel Fehlern. Naja, naja. Ich glaube, das war's, ne? Yep, 10.000 Titelseite. So muss das sein. Zeigen wir den Leuten erstmal, wie es geht. Für das Gewinnen aller Turniere. Okay, Spoiler, es gibt keine Turniere mehr. Krass, du auf dem Cover von Hot Force. Hot Force and Performance Cars Power Packed. Ja, mehr Text ist da auch nicht, ne? Und ein wunderschönes Auto auf dem Titelbild. Mehr nicht. 103.000. So, Runden-K.O. oder Rundkurs? Ja, scheißegal. Komm, machen wir hier mal. Hart macht stark. Fahre gegen drei der aggressivsten Fahrer in einem Runden-K.O. in Chinatown. Gegen aggressive Briefmarken. Haben Sie aggressive Briefmarken? Wollen Sie welche? Dann fahren wir jetzt. Wer kennt das? Aggressive Briefmarken. Ich glaube, das kennt... Wer früher vor... 10, 11, 12, 13 Jahren frei Schnauze geguckt hat, der könnte es kennen. Haben Sie aggressive Briefmarken? Boah, wenn ich mir ganz viel Mühe gebe... Nee, ich verspreche nichts. Nein, ich bin ruhig. Ich führe meine Idee nicht weiter oder meine Gedankengänge. Das führt wieder zu nichts. Warum habe ich denn schon wieder so viel Vorsprung? Das kann doch nicht sein. Also... Nicht, dass das was Schlechtes wäre.
Ich habe mal geguckt, es gibt ja so... Fange ich anders an. Pirelli hat ja, ich weiß nicht, ob die es schon haben oder ob die noch rauskommen, diese, die bieten ja diese Reifen mittlerweile an mit diesen farblich, diese farblich gekennzeichnet, wie der Formel 1 halt, dieses Color Change oder wie das heißt, weil nicht Color Change, ist ja auch Quatsch. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, auf jeden Fall in der Formel 1 gibt Pirelli-Reifen, sind ja in unterschiedlichen Farben gekennzeichnet. So, das bietet Pirelli auch für Straßenfahrzeuge an, mitunter noch mehr Farben. Allerdings sind die Reifen A scheiße teuer und B, ich habe schon große Reifen, aber die sind noch zu klein. Also die bieten erst für, wenn du die, ich glaube, wenn du die vorbestellen willst und du gibst die Automarken ein, da kannst du noch auswählen wie Pagani, Ferrari, Bentley und sowas. Also da dachte ich mir auch schon, alles klar, für mich ist das nichts. Egal. So. Ich werde jetzt aber bald auch Pirelli-Reifen drauf bekommen als Sommerreifen. Und dann habe ich mich mal informiert, ob es nicht irgendwie so Reifenaufkleber oder Reifenbeschriftung gibt, damit man wenigstens das Logo oder so farblich hervorheben kann, weil das stelle ich mir doch schon ziemlich cool vor. Es gibt tatsächlich so spezielle Sticker, Aufkleber für die Reifen. Auch in verschiedenen Farben. Aber die sind ja sowas von scheiße teuer. Da kostet so ein Achterpack zum Beispiel, also Achterpack, weil du brauchst pro Reifen dann, oder brauch nicht, kannst bestellen. Pro Reifen einmal das P-Zero Logo und einmal das Pirelli Logo. Dann auf einem Reifen gegenüberliegend angebracht hat. In der Farbe meiner Wahl. Ne? Das sind 8 Sticker, kostet 117 Euro. Ja, kurz gefreut, dass es was gibt und dann, ja, kostet so viel wie ein Reifen. Aber stelle ich mir schon geil vor, so in Violett, ne, natürlich Violett, Anlehnung an die Ultrasoft Tires. Ey, mal gucken, vielleicht mache ich es ja sogar. Fällt auf jeden Fall auf, weil ich habe noch nirgendwo, es sei denn, ich bin mal an der Nordschleife, ja, da ist das vielleicht realistischer, aber so in der Stadt oder so, habe ich noch niemals ein Auto gesehen mit Aufkleber an der Reifen oder farblichen Kennungsdinger an der Reifen. Mal sehen. Aber ich brauche neue Reifen. Ich fahre quasi Slicks. Zumindest hinten. Wir haben gewonnen. Jawohl, auf mein Konto. Ach ja, Stoßstangen wollte ich ja gucken. Da war ja was. Hast du ja vergessen. Tunen, Aussehen, Karosserie, Heckstoßstangen, was haben wir denn? Wolfback, hässlich, naja, Vortex, krank, Storm, Frenzy, Blast, Rage. Ach, ich nehme Rage, komm. Sieht alles irgendwie komisch aus. Enduro-Straßenkurs. Manchmal bringt man es schnell hinter sich, aber manchmal dauert es auch die ganze Nacht. Zeig, was du kannst in einem 7-Runden-Rennen. Habt ihr noch alle Latten am Zaun? 7 Runden. Okay, Jungs, 7 Runden. Wir müssen jetzt ein bisschen länger miteinander klarkommen. Also würde ich mal vorschlagen, dass wir uns direkt von Anfang an vertragen. Ich verpiss mich erstmal, ja? Dann müsst ihr das nur noch unter euch ausmachen. Ich habe gerade das Gefühl, bei Windows Update die KI hier geschwächt hat. Ist natürlich völliger Blödsinn, aber. Ich gewinne zu leicht. Ach, guck mal, die Runden. Ach, das sind doch Puppenrunden. Die sind doch mega kurz. Noch nicht mal eine Minute. Ach, das ist doch. Ich dachte, jetzt kommt ja wirklich ein Endurance-Rennen hier. 24 Stunden. Das ist ja eh Quatsch. Weil es wurde ja gesagt, es dauert die ganze Nacht. 8 Stunden Rennen oder so.
keine Ahnung, eine Runde, eine Stunde, ein bisschen mehr vielleicht, Stunde 12. Stunde 10. Stunde 9. Dann passt das. Nein, das war zu früh. Ich habe noch nicht Jumpy Auto, ne? Sonst wäre ich, glaube ich, schon längst deutlich öfter durch die Luft geflight. Geflogen. Vielleicht. Geflogen. Los. Ich habe leider vergessen, was ich in der letzten Folge gemacht habe. Ist ja auch schon ein paar Tage her, ne? Normalerweise so ein Spiel könnte man locker flockig an einem Tag durchspielen. Behaupte ich es einfach mal, wenn man sich wirklich dranhängt. Habe ich ja früher auch ganz gerne mal gemacht, aber irgendwie will ich das noch, aber ich kann es irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Wobei, nee, das ist auch wieder Quatsch. Nee, das ist völliger Quatsch. Ich glaube, ich habe es früher einfach gemacht, weil das Spiel oder weil das generell alles noch ein bisschen neu war für mich, ja. Also heutzutage bist du verwöhnt mit Rennspielen. Da hast du Forza, da hast du Gran Turismo, da hast du Formel 1, wie es alle heißt, ist ja auch egal. Früher hattest du halt nicht so viel. Auch Tuning-Spiel hast du ja heute noch. Da hast du Grid, da hast du Need for Speed, da hast du. Wow, ne? Das ist keine Ahnung, was es da sonst noch so gibt. Aber damals war halt Need for Speed das. War halt damals neu, geil, ja. Als 15-jähriger, 14-jähriger Piepgas nicht etwas. Ja, ich hab gefreut. Und da hast du halt gut Bock gehabt. Heute ist halt ein bisschen anders. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Achso, weil ich ja sehe, andere Spiele kann ich ja auch 24 Stunden am Stück spielen, ohne zu merken, dass die Zeit vergangen ist. Das geilste war Assassin's Creed, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, in meinem Winterurlaub. Auf die Gefahr hin, dass ich schon mal erzählt habe. Ja, wenn ja, sorry, dann ist mir auch egal. Und wenn nicht, dann ja auch egal. Wo ich dann nachmittags um 15 Uhr aufgestanden bin, gefrühstückt habe, mehr oder weniger, kann man die Uhrzeit glaube ich auch nicht mehr sagen. Und dann habe ich gegen 17 Uhr angefangen, Assassin's Creed zu zocken, Origins, ja. Das war letztes Jahr. Ende letzten Jahres, logischerweise. Oder Anfang dieses Jahres, ich weiß es nicht mehr. Ich hatte da 4 Wochen Urlaub, irgendwann dann. 17 Uhr angefangen. Und ich habe es irgendwo schon mal erzählt. Und dann ungelogen, das Spiel hat mich so gefesselt, ja, Ubisoft kann es einfach, ja. Ich habe gezockt bis 17 Uhr war es ja schon, es war ja Winter, mitten im Winter, da war es schon eh fast dunkel, deswegen habe ich den Umsprung nicht so mitbekommen. Dass man denken könnte, ja, oh, es wird langsam dunkel, guck doch mal auf die Uhr. Dunkel, ja. Irgendwann, oh, jetzt müsste ich doch mal auf Toilette. Dann war es irgendwie 2, 3 Uhr nachts. Von 17 Uhr an. Durchgezockt. Ohne aufzustehen, ohne irgendwas zu machen. Aber können tue ich das noch. Müssen die richtigen Spiele sein. Ich muss mich fesseln. Ich habe ja dann wirklich bis 19 Uhr am nächsten Tag gespielt. Er war sogar 26 Stunden. Nur mit kleinen Essenspausen und so. Durchgespielt. Kein Problem. Kann ich immer noch. Müssen, wie gesagt, nur die richtigen Spiele sein, dann läuft der Hase schon irgendwie. Oder in dem Fall das Kamel. Oder war es ein Dromedar? Ich weiß es gar nicht mehr. Das wird bei mir der Fall sein. Sommerurlaub. Assassin's Creed Origins DLC. Das wird dann da erstmal hart durchgesuchtet. Ob ich da wieder 24 Stunden ein Stück spiele, weiß ich zwar nicht, weil im Sommer fällt es eher auf, wenn da plötzlich die Sonne untergeht. Da können wir mal abwarten. Sind die Gegner? 10 Sekunden weg, 33 Sekunden weg. Der letzte alleine, ich habe nicht gesehen, wie weit er weg ist. 1 Minute 30? Ja, den muss ich doch überrundet haben. Ich habe auch keinen überrundet?
Stand da einer irgendwo? Hab ihn gesehen, keine Ahnung. Gewonnen. Egal wie. 1,33, alles klar. Wenn sonst nichts ist. Juti. Oh, Driften, Driftmeister. Driftstrecke 8, du bist jetzt der Held der Driftszene. Wenn du die Spitze erobern willst, dann musst du dieses Event gewinnen. Oh, sind wir jetzt schon hier ranglistentechnisch ganz oben? So ganz still und heimlich, weißt du? In der Mitte wird es richtig schwer und dann oben wird es dann wieder einfach. Okay, das wird nix. Hey, ich habe ein anderes Auto. Also letztes Mal, der driftet nicht so geil. Oder? Ich weiß es nicht. Einfach mal auf der geraden Zehner machen. Jawohl. Und Punkte verschenken. Jawohl. 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 Das ist ein Scheißauto. Drift untauglich. Der ist ernsthaft Drift untauglich. Kannst die Tonne kloppen. Alter, was geht's los hier? Nein, 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 nein. Oh, das ist doch... Das gibt's nicht! Nein, ja, so ist brav. Jawohl, da haben wir doch. Yes! So, ein guter muss sein. Ah, ein 15er, jawohl, da geht auch noch klar. Und nochmal schnell einen Zehner hinten dran gehauen. Jawoll. Ja. Gewonnen. Knapp, aber okay. Junkmanns Honda Civic. Wie kann ich die Dinger denn fahren? Ich glaube, in der Karriere kann ich die nicht fahren. Ich bin Zweiter in der Driftdingens. Ich bin auch nicht Erster. Der Text war völlig gelogen. So, Wankelmotordreck. Also mit Mazda. Überzeugt, dass du auf der Geraden der Schnellste bist. Hier sind drei wirklich gute RX-7, die das Gegenteil beweisen wollen. Warte mal. Ich kann nicht abbrechen. Achso. Das war der falsche Knopf. Ich wollte eigentlich jetzt nochmal gucken, ob ich einen schnelleren Wagen habe, aber jetzt versuchen wir es mit dem. Ach, RX-7. Komm, eine rosa, weißt du, die können doch nichts. Erstmal schlecht starten. So muss das sein. Oh, da hat aber einer einen kleinen Unfall gebaut. Ich bin etwas schneller. Nochmal runtergeschaltet. Hat nichts erwartet. Ich wusste, wo die Ziele sind. Verlierer. Ach, die.
Lass mich doch nicht einschüchtern hier von Eddie. Oh, kommen jetzt die... Ah, jetzt kommen die Champions hier, jawohl. Komm, hau mal den Drift raus. Nur du und Dirt kämpfen noch um die Nummer 1. Dirt? In der Drift-Rangliste, bring es stilvoll zu Ende. Jetzt geht's um die West. Stilvoll, also ohne verschenkte Punkte quasi. Ja, das ist dieselbe Strecke wie gerade. Und dieselbe Wichskarre. Rostlaube wollte ich natürlich sagen. Dieselbe Strecke. Aber langsam kommt man mit der Karre auch klar. Nee, oh. Also, das war knapp. Nicht sein. Also stilvoll bringen wir überhaupt nichts zu Ende. Aber die Punkte kommen trotzdem irgendwie rein. Boah, mega drin. 700 Punkte. Ist ein komisches Auto. Eine neue Drift-Legende ist geboren. Boah, ich habe 100.000 Punkte mehr. Nicht schlecht. Erst am Drift-Modus. Ja, Wolski. Wir erobern schon irgendwie noch da oben die Listen. Boah. So. Tun wir mal kurz speichern. Oh, das sollte sogar passen. Bop. 20:09 Uhr, ne? Oh, das passt sogar sehr gut. So, dann würde ich sagen, tue ich mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich denke mal, eine Folge wird es noch geben. Ist ja gar nicht mehr so viel. Und ja, wir sehen uns dann Freitag wieder, hoffentlich. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.